Connie. Ja? Du hattest recht. Du hattest die ganze Zeit über recht. Ich hatte recht? Womit denn? Angie, sie hat mich gehört. Da bin ich sicher. Alles war genauso, wie du sagtest. Immer wenn ich mit ihr gesprochen habe, war es, als würde sie direkt neben mir stehen. Oh? Bevor ich gestern Abend zu Bett ging, fiel es mir ein. Am Abend, bevor all das passiert ist, habe ich in meinem Zimmer einen Song gespielt, den ich für Angie geschrieben hatte. Zum allerersten Mal. Angie war den ganzen Tag über weiß Gott wo unterwegs. Also habe ich gespielt und gespielt und gespielt, so laut wie ich konnte. Ich hatte mir gewünscht, sie würde es hören. Und plötzlich war ich mir sicher, durch das Fenster in der Entfernung einen Schatten sehen zu können, der zu mir hochsah. Damals habe ich mir darüber nicht viele Gedanken gemacht, aber es muss Angie gewesen sein. Sie hat mich doch gehört. Vielleicht hat sie mich damals auch gerufen und ich konnte sie nicht hören. Ich weiß nicht. Es spielt keine Rolle mehr, oder? Nein. Die Stadtverwandlung? Tut es nicht, weil ich sie gestern Nacht endlich gehört habe. Angie hat zu mir gesprochen. Was hat sie gesagt? Dass ich meinen eigenen Weg finden müsste. Sie wollte, dass ich sie gehen lasse. Und das habe ich getan. Wohin führt dich dein Weg? Fort aus Yesterby. Ich breche heute auf, aber ich wollte dir vorher Bescheid geben. Danke, Zack. Nein, ich muss dir danken. Du hast mir immer die besten Ratschläge gegeben. Pass auf dich auf, Conny. Du auch. Guten Morgen euch allen. Ihr habt vielleicht gehört, Conny, dass ich wegziehen will. Ich hab nachgedacht. Ja, das stimmt. Ich mochte unsere kleinen Gespräche wirklich sehr. Und heute ist es soweit. Und ich werde das Trefft Gefühl mich nicht vor los. Unserem Haus, wenn Angela ihr mich auf meinem Ross in den Sonnenuntergang reiten sehen wollt. Aber die anderen brauchen sie dringend. Zack. Wenn hier jemand neue Hoffnung braucht, dann du, Conny. Ich habe Angela nie kennengelernt. Aber bei einer Sache bin ich mir sicher. Sie hat dich unendlich geliebt. Sie hätte nicht gewollt, dass du dir die Bürde auferlegst, Yesterby und all diese Leute zu retten. Vielleicht. Ich bin mir ziemlich sicher. Deshalb brauchst du von allen Leuten ihre Kamera am dringendsten, um dich daran zu erinnern. Okay, ich nehme sie. Gut. Heißt das, du hast deinen Auftrag in Yesterby erledigt? Sieht so aus. Vielleicht bleibe ich aber noch eine Weile hier. Das wäre schön. Nun, da kann ich wohl kaum Nein sagen, nicht wahr? Wir sehen uns, Conny. Ja, wir sehen uns. Ich schätze, das sind alle. Hey, ich freue mich, dass ihr alle gekommen seid. Ich werde es schnell machen, um euch und mir die Unannehmlichkeiten zu ersparen. Ich werde Yesterby verlassen, aber wollte vorher noch mal eure Gesichter sehen. Das heißt natürlich nicht, dass ich nicht hin und wieder zu Besuch kommen werde. Mein Ziel ist ein kleines eigenes Zimmer in der Stadt, das ich mit Bodys Hilfe angemietet habe. Und was meine Tätigkeit dort betrifft, ich habe eine Stelle als Lagerverwaltungsassistent angenommen. Blanche hat mir sehr bei der Vorbereitung dafür geholfen. Ich habe diesen Moment in meinem Kopf schon so oft durchgespielt, aber so wie jetzt ist es nie gelaufen.
Yesterby zu verlassen hat sich in meiner Vorstellung viel besser angefühlt, als das jetzt wirklich der Fall ist. So viel dazu, euch die Unannehmlichkeiten zu ersparen. Dad, danke für alles, was du getan hast. Für alles, was Mom und du aufgebaut habt. Für Angela und mich. Angie hat das Herzblut, das ihr in diese ganze Sache gesteckt habt, viel mehr zu schätzen gewusst als ich. Ich dachte, ich würde Yesterby hassen und dass das Gefühl auf Gegenseitigkeit beruht. Vor allem nach dem, was mit Mom und Angie passiert ist. Aber offenbar ist das nicht so. Ihr alle seid meine Familie. Was auch immer geschehen mag. Also, ich bin dann mal weg. Zumindest für eine Weile. Ich halte die Daumen gedrückt und hoffe, dass ihr gut zurechtkommen werdet. Alles Gute, Zack. Ich werde bestimmt mal bei dir vorbeikommen. Ich hoffe, du kannst dort all deine Pläne verwirklichen. Du wirst dich dort großartig schlagen, Zack. Viel Glück, Kumpel. Wiedersehen, Zack. Danke. Wir sehen uns bald. Zachariah, ich bin stolz auf dich. Ruf mich an, wenn du angekommen bist, ja? Werde ich. Mach's gut, Dad. Ich hab jetzt halt nur wieder Conny, ne? Okay, die sitzt hier. Ja, ich würde es. Keine Ahnung. Sonnen können wir uns ja gerade nicht, weil regnet ja den ganzen Tag. Conny ist ja da, ne? Es geht ja wieder. Jetzt können wir eigentlich größtenteils nur vorspulen und hoffen, dass irgendwie wieder was passiert. Ja, wir haben ja auch nur noch Conny, die wir im Endeffekt steuern können. Und das wäre auch die letzte Verbindung, glaube ich. Oh Gott.
sie fühlt sich okay. Ah, Zack ist schon weg. Taucht ja unten noch nicht mal mehr in der Liste auf. Wer hätte das gedacht? Yesterby entwickelt sich endlich weiter. Okay. Und das ganz ohne mich. Sag das nicht. Ups. Aber es ist wahr. Zack hat eine neue Zukunft für sich gefunden. Gaia kümmert sich endlich auch um ihr eigenes Glück. Und jetzt, wo die Bootslodge Geschichte ist, können Jasper und Mom vielleicht wieder miteinander sprechen. Vielleicht, ja, vielleicht werden sie sogar versuchen, die Schwierigkeiten von Yesterby als Gemeinschaft zu lösen. Für nichts davon hat es mich gebraucht. Was, wenn am Ende nichts davon zu etwas führt? Was, wenn Yesterby sich nicht weiterentwickelt, sondern zerfällt? Wie ein billiges Stück Stoff. Ach, Conny. Erinnerst du dich an meinen letzten Tag hier? Komm zu mir in mein Zimmer. Ich möchte dir etwas zeigen. Okay. Es war immer noch dunkel, als ich mich an meinen Schreibtisch gesetzt habe. Ich hatte in jener Nacht wenig geschlafen, also dachte ich mir, ein wenig schreiben könnte nicht schaden. Du weißt schon, einfach früh in den Tag starten, Zack überraschen, Eli unterhalten, Henrietta dabei helfen, ein paar Fischernetze reinzuholen. Nützlich sein eben. Nachdem ich die leere Seite eine halbe Stunde lang angestarrt hatte, habe ich's aufgegeben. Was für einen Unterschied würde es auch machen? Wozu ist all das gut gewesen? Ich habe all diese Dinge jahrelang immer wieder gemacht und es hat trotzdem zu nichts geführt. Mit jedem weiteren Jahr entfernten sich die Leute in Yesterby immer weiter voneinander. Dann kamst du herein und sagtest sowas wie: Ja. Mom will mir keine neuen Knöpfe kaufen. Sie meinte, ich würde sie sowieso nur als Augen für meine Plüschtiere benutzen. Sie will, dass ich stattdessen erwachsen werde und Pullover nähe. Ich hatte nicht wirklich Lust dazu, also bin ich aufgestanden, woraufhin du sagtest: Wo willst du hin? Ich weiß noch nicht. Kann ich mit dir kommen? Besser nicht. Bin heute nicht gerade bester Laune. Oh nein, das... Ich habe später einen Termin bei Gaia. Alles andere verschiebe ich auf einen anderen Tag. Ich sollte allerdings zum Abendessen zu Hause sein. Oh, okay. Dann fange ich mal mit der Arbeit am Wolpertinger an. Diese ganze Rohwolle in meinem Regal. Irgendetwas muss ich ja damit machen. Am besten etwas mit Geweih, zwei Hasenpfoten und einem Schnabel. Mom wird durchdrehen, wenn sie das Ding sieht. Ich versuche nicht zu spät zu Hause zu sein. Geh nicht. Es tut mir leid, Conny. Das ist kein guter Zeitpunkt. Rohwolle. Das gefällt mir. Wir sehen uns am Abend. Mein Termin bei Gaia war erst in ein paar Stunden. Genug, um wenigstens ein bisschen Abstand zu gewinnen. Du bist ans Fenster gegangen, um zu sehen, wohin ich gehe. Du hast beobachtet, wie ich zum Strand hinuntergehe. Ich war so wütend darüber, dass sich alle immer nur mit sich selbst beschäftigten und die Probleme anderer ignorierten. Aber nun hatte ich selbst mein Versprechen gebrochen, dir mit der Hausarbeit zu helfen. Vielleicht bemerkte ich die Ironie,
Vielleicht aber auch nicht. Aber wenn es mir aufgefallen wäre, hätte es meine Laune bestimmt nicht verbessert. Also habe ich einfach nur dort gesessen und aufs Meer hinausgeblickt und mich gefragt, wann wohl alles plötzlich begonnen hatte, auseinanderzufallen. Und am Ende kam mir immer dieser Tag in den Sinn. Der Tag, an dem Cemre starb. Nun, nicht genau dieser Tag, aber eben all die Dinge, die danach passierten. Wie sehr sie sich angestrengt hatte, das Dorf zusammenzuhalten. Und wie alles plötzlich auseinanderbrach, nachdem sie tot war. Erinnerst du dich an diese Zeit? Es fühlte sich an wie der Anfang vom Ende. Hey. Verdammt, ich hab's dir doch gesagt. Wir hätten nie herkommen sollen. Dieses Dorf ist ein Drecksloch. Es macht einfach nur viel Arbeit, bis man irgendwann stirbt. Willst du etwa weggehen? Du kannst nicht ernsthaft damit rechnen, dass wir hier bleiben. Dein Sohn braucht jetzt Stabilität. Wenn du bleibst, können wir dir helfen, sie ihm zu geben. Das wird er nicht zulassen. Warum glaubst du das? Weil er mein Sohn ist! Der einzige Mensch, auf den er jemals gehört hat, war seine Mutter. Ich sag's euch, wenn wir nicht hergekommen wären, wäre sie noch am Leben. Okay, jetzt können wir wahrscheinlich alle Erinnerungen sehen. Was machst du hier? Oh, ich war nur gerade in der Gegend und dachte, ich schau mal vorbei. Also? Also was? Also, wie ist es gelaufen? Es war nett. Und? Keine Chance, dass das funktionieren wird. Weil du keine Videospiele spielst? Weil wir beide nicht gut in Fernbeziehungen sind. Und ich nicht in die Stadt ziehen kann. Dann soll sie doch herkommen. Sie kann bei dir einziehen und ihr Sohn kann im Gartenhaus wohnen. Ich würde meine Seele verkaufen, um im Gartenhaus wohnen zu dürfen. Sie würden sich hier ziemlich deplatziert fühlen, jetzt wo alle hier immer noch trauern. Yesterby ist für Neuankömmlinge noch nicht bereit. Und wann ist es bereit, denkst du? Ich weiß nicht. Vielleicht in einem Jahr. Oder zwei. Hängt davon ab, ob jemand dazu bereit ist, in Cemres Fußstapfen zu treten. Falls da noch irgendjemand hier ist. Ach komm schon, fängst du jetzt auch an? Zack redet den ganzen Tag über nichts anderes. Yesterby war Moms Idee. Wir haben einfach nur mitgemacht. Tja, wenn niemand von euch jemals daran geglaubt hat, dann hättet ihr nicht herkommen sollen. Ich hingegen habe keine andere Wahl, als diesen Ort zu meinem Zuhause zu machen. Ich bin einfach nur ehrlich. Klar. Alle reden ständig davon, hier wegzugehen. Es wäre nett, wenn zur Abwechslung mal jemand hierher kommen möchte. Ja. Ich mag, was ihr aus der Küche gemacht habt. Es ist sehr durchdacht. Danke. Das hat alles Cemre entworfen. Das dachte ich mir schon. Ich war heute bei Melville und dem Jungen. Sie schreien sich die ganze Zeit nur an. Ich weiß. Ich habe versucht, mit Zack zu reden, aber er trägt eine solche Wut in sich. Ich habe ihm angeboten, seine Prüfung auszusetzen. Zumindest, bis er sich etwas erholen konnte. Melville wird es ihm nicht leicht machen. Nun, dafür habe ich vielleicht eine Lösung. Nachdem der gute Mann immer am besten funktioniert, wenn er beschäftigt ist,
plane ich, ihm deutlich mehr Arbeit an der Bootslodge zuzuteilen. Vielleicht kann Zack ihm ja sogar helfen. Das kann nicht dein Ernst sein. Wieso? Es war schließlich das Projekt seiner Mutter. Du kannst nicht einfach ihre Idee zu deiner eigenen machen. Ich bin sicher, sie hätte gewollt, dass es jemand durchzieht. Es ist ein großartiges Konzept. Wir müssten ihre Pläne allerdings ein wenig ändern. Um das Geld wieder reinzuholen, das das Begräbnis gekostet hat. What? Wie kannst du es wagen? Komm schon, wir müssen eben für die Zukunft planen. Nein, wir müssen unsere Freundin ehren. Ich werde nichts davon unterstützen. Mom, ist alles okay? All das ist vor 3 Jahren passiert. Melville fand nie die Stärke, von hier wegzugehen. Und Jasper und Mom hörten einfach auf, miteinander zu reden. Die einzig gute Sache war, dass Lee und Bodhi am Ende doch hergezogen sind. Aber auch sie zeigten schnell die ersten Verbrauchserscheinungen. Oder Yesterby-Schlappheit, wie ich es nenne. Alles fiel langsam auseinander. Und ich hatte keine Ahnung, wie ich es aufhalten sollte. Wenn du ihnen nicht helfen konntest, wie soll es dann mir gelingen? Vielleicht kann man es einfach nicht aufhalten. Das hatte ich damals auch gedacht. Dann hörte ich es. Es kam aus Melvilles Haus. Man konnte es neben dem Rauschen des Ozeans kaum ausmachen, aber es war definitiv da. Du hast gehört, wie Zack Gitarre spielte. Ja. Zack hatte sich nach dem Tod seiner Mutter geschworen, dass er nie wieder auf seiner Gitarre spielen würde. Und man konnte eindeutig hören, dass er es tatsächlich einige Jahre nicht mehr getan hatte. Es war nicht besonders rhythmisch und da waren etliche falsche Töne. Aber es war ihm egal. Er spielte so laut und ausgelassen, wie er konnte. Dann begriff ich. Ich begriff, dass manche Dinge nicht so kaputt waren, wie ich gedacht hatte. Und dass selbst dann, wenn der Ozean alles verschlingen würde, nach einiger Zeit wieder etwas an die Oberfläche schwimmen würde. Man musste einfach nur zuhören und bereit sein, es zu bemerken. Vielleicht müsste ich nicht für immer der Knoten sein, der all das hier zusammenhält. Vielleicht könnte ich einfach nur ich selbst sein und die anderen genauso. Und vielleicht wäre das genug. Und das war's. Das war mein letzter Tag. So ging es zu Ende. Da liegst du falsch. Wo willst du hin? Das war nicht das Ende. Nein, bleib stehen. Boah, ich hab grad ein innerliches Gefühlschaos, ne? Oh nein, sehen wir jetzt einen Unfall? Oh mein Gott. Na, oh Gott. Du hättest nicht herkommen sollen. Es kümmert mich nicht, was du dir an deinem letzten Tag gedacht hast. Ob du irgendeine Erkenntnis hattest, Frieden gefunden hast oder was auch immer. Du bist trotzdem tot. Und ohne dich bin ich einfach nur allein. Weil du nicht wirklich hier bist. Du bist nur ein Produkt meiner Fantasie. Weil ich dich nicht gehen lassen kann. Oh Gott.
Wie kann ich dir dann all diese Dinge erzählen? Weil ich mich entweder selbst an sie erinnere oder dich gut genug kenne, um zu raten, was mit dir los war. Ich habe einfach nur die losen Fäden aufgegriffen und daraus einen Wolpertinger gesponnen. Die anderen konnten mich aber auch hören. Weil sie dich vermutlich auch nicht gehen lassen konnten. Aber vielleicht haben sie es mittlerweile getan. Du irrst dich. Du kannst nicht Angie sein, weil Angie tot ist. Vielleicht nicht ganz. Ich kann dich schließlich immer noch hören und du hörst mich ebenfalls. Das ist Unsinn. Irgendein Teil von mir muss geblieben sein, denkst du nicht? Ich will dich zurück. Ich brauch dich hier bei mir. Ich will für dich tun, was du für mich getan hast. Ach, Conny, erinnerst du dich nicht? Was stimmt denn nicht? Daya hat sich wegen der Sache mit dem Rat auf Moms Seite gestellt. Ich wollte mit Zack darüber reden. Aber wir haben uns nur gestritten. Wieso versaue ich eigentlich immer alles, Schwesterherz? Wieso kann ich nicht so sein wie du? Du lässt so etwas nie an dich ran. Das stimmt nicht. Wie gehst du dann damit um? Nicht so wichtig. Sag's mir. Ich weiß, es klingt komisch, Schwesterherz, und es ändert nichts an den Dingen. Aber immer wenn ich das Gefühl habe, dass mir alles zu laut wird, schließe ich einfach meine Augen und lausche. Nach was? Weiß ich nicht. Einfach nur so. Ich konzentriere mich einfach auf meine Sinne. Also gut. Meine Augen sind geschlossen. Und jetzt? Ich sagte dir doch, es ist lächerlich. Ich glaube, ich habe eine halbe Stunde einfach nur da gesessen und dir beim Nähen zugehört. Irgendwann hielt ich es nicht mehr aus und wir haben uns weiter unterhalten. Über deine neuen Designs, über das Buch, das du gerade gelesen hast und darüber, dass Dads Witze einen neuen Ton hatten, den du nicht verstehen könntest. All das machte mich glücklich. Mit dir Zeit zu verbringen, Schwesterherz, das war für mich Glück. Du hast mir einen Ort gegeben, an den ich zurückkehren konnte, wenn mir alles zu viel wurde. Und Vertrauen, wenn ich mir selbst nicht trauen konnte. Du gabst mir ein Zuhause. Klingt das nach mir oder nach einer Fantasiestimme, die in deinem Kopf motivierende Reden schwingt? Es klingt nach dir. Ich vermisse dich. Ich vermisse dich auch. Ich vermisse euch alle. Versuch, dich an die guten Sachen zu erinnern, ja? Es tut mir leid, aber ich muss jetzt gehen. Wirst du mich gehen lassen? Oh mein Gott! Das könnte ich niemals. Ich weiß. Oh Gott! Oh, genau davor. Genau das wollte ich eigentlich vermeiden. Ich bin gerade auch irgendwie am Überlegen, wie dieser Unfall war. Die muss ja von hier gekommen sein. Und das Auto von da. Und dann musste die hier erwischt haben irgendwie. Der wollte noch ausweichen, hat dann aber doch die Kontrolle verloren und dann... Aber wer? Wer? Es kann doch nicht irgendein Auto... Nee, im Leben. Leb wohl, Schwesterherz. Danke für alles. Ich weiß, es klingt komisch, Schwesterherz. Und es ändert nichts an den Dingen.
Aber immer wenn ich das Gefühl habe, dass mir alles zu laut wird, denke ich an dich. An die Dinge, die du sagtest, die Menschen, die du liebtest, unsere gemeinsame Zeit. Ich wünschte, ich könnte sehen, was aus dir geworden wäre im Leben. Genau wie ich mir wünschte, dass du noch immer hier wärst, um uns in unserem Leben voranschreiten zu sehen. All those proud and enchanted people. Do they ever pass you by? War ein plötzliches Ende. Was wäre passiert, wenn wir Nein geklickt hätten? Boah, ey. Puh. Das war auf jeden Fall mal was anderes. Sehr schönes Spiel. Sehr, sehr schönes Spiel. Ich bin gerade noch so ein bisschen in meinem Film. Ja, das war's. Ja.
Ja, Close to the Distance, das war's. Wie gesagt, ein sehr, sehr schönes Spiel. Oh. Also, das wird am Ende so. Ich hätte halt gern gewusst, ob vielleicht irgendwie irgendwelche Beweise vielleicht noch auf der Kamera gewesen wären oder so. Oder wer sie. Na gut, es ging in dem Spiel im Endeffekt einfach nur um die Trauerbewältigung, klar. Aber. Okay, wir sehen uns zum nächsten Let's Play wieder. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß noch nicht mal welche. Weil ich habe jetzt echt nicht gedacht, dass das jetzt doch so schnell vorbeigeht. Schau einfach. Wir gucken. Ich lasse ja auf jeden Fall was jetzt auf die Stelle einfallen. Also es muss ja im Endeffekt, ne? Weil ich habe jetzt auch relativ kurzfristig aufgenommen. Mittwoch, Donnerstag. Heute haben wir Donnerstag. Die Folge ist heute auf den Dienstag entstanden. Also, wenn die Folge rauskommt, ist Donnerstag. Und ich habe die jetzt Dienstag aufgenommen. Also für mich kommt die Folge übermorgen raus. Das heißt, ich brauche für morgen eine neue Folge. Also für Freitag. Es ist total verwirrend, was ich gerade erzähle. Egal. Gut. Wie gesagt, ich lasse mir was einfallen. Ja. Ihr habt euch wohl. Passt aufeinander auf. Und seid nett zueinander. Ciao, ciao. Und danke fürs Zusehen.